Frische Kräuter im Winter, das ist überhaupt kein Problem. Das geht ganz einfach. Ich zeige euch heute, welche Kräuter draußen bleiben dürfen im Beet ausgepflanzt, welche ihr reinholen müsst und welche ihr einpacken müsst und schützen müsst, wenn sie draußen bleiben sollen, damit sie den Winter auch gut überstehen. Ey, die ist lecker. Das ist fett. In meinem Kräuterbeet hier, da gedeihen vor allem mediterrane Kräuter, also zum Beispiel Rosmarin, Salbei oder Thymian. Und warum gedeihen die bei mir so gut? Ganz einfach, sie haben einen sehr steinigen, einen sehr sandigen Boden. Hier bleibt kein Wasser stehen, hier gibt es keine Staunässe. Wenn die keine Feuchtigkeit im Winter haben, also wenn die Wurzeln nicht nass werden, dann können die auch viel mehr Minusgrade ertragen. In Berlin und Brandenburg haben wir schon sehr viel Sand im Boden. Das ist natürlich ein Glück, aber wer das nicht hat, der muss vielleicht noch etwas tun. Man muss ihn vor allem vor der Wintersonne schützen, denn auch die, die immer grün verdunsten, ja immer weiter. Der Boden ist gefroren, oben verdunstet es weiter. Es kommt kein Wasser nach, sie vertrocknen. Und wie schütze ich die? Einfach ein Vlies drüber legen zum Beispiel. Oder Tanne, Kiefer, irgendwas Immergrünes kann man drauflegen. Man muss natürlich da auch darauf achten, dass immer mal wieder Luft rankommt. Wer das Glück hat, so einen großen Rosmarin im Garten zu haben, so wie ich, der ist bestimmt 5, 6 Jahre alt, der kann natürlich immer laufend den ganzen Winter hindurch ernten und sich Zweige nach innen holen. Und wo schneide ich ab? Immer im Grünen schneiden und immer über einem Austrieb, wo 2 oder 3 wieder neu nach oben gehen. Ich zeige das hier an dem vielleicht noch mal. Sieht man so hier, da ist es noch weich und grün, da kommen ein paar Nadeln, da schneide ich es ab. Nicht zu tief schneiden, weil im alten Holz, wenn ich hier in das alte Holz reingehe, da treibt er nicht mehr aus. Da hat er einfach nicht mehr genug Kraft, um durch dieses alte Holz durchzukommen. Und wenn ich oben an den Spitzen zu tief abschneide, auch das zeige ich mal, da haben sich schon die Knospen fürs nächste Jahr gebildet. Das sind so kleine, hier sieht man das. Kleine, runde Gebilde, auch die würde ich jetzt abschneiden, wenn ich zu tief runtergehe. Weil der Thymian bei mir im mediterranen Kräuterbeet so gut gedeiht, habe ich mir aus meinem Südtirolurlaub 3 besondere Thymianarten mitgebracht. Und das ist zum einen hier Steinpilz-Thymian, der riecht auch so ein bisschen pilzig, also wirklich angenehm pilzig. Dann habe ich entdeckt einen Bergamott-Thymian, der ist so ein bisschen staubig, zitronig, also auch ganz angenehm. Und einen Orangenthymian. Die könnte ich natürlich jetzt hier in mein mediterranes Kräuterbeet reinpflanzen. Der Herbst und der frühe Winter sind ja eine super Pflanzzeit für Stauden, für Bäume und Sträucher. Der Boden ist schön feucht, die Wurzeln können sich bilden. Im Frühjahr, im Frühsommer hat man ja das Problem, dass man dauernd gießen muss, damit die Wurzeln das überhaupt schaffen. Man kann diese Kräuter, also gerade meine Mitbringsel zum Beispiel, auch sehr gut im Garten im Topf oder auf dem Balkon oder auf der Terrasse halten. Dazu, wenn ich die dann da draußen aber über den Winter bringen möchte, muss ich die ein bisschen schützen. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt mal. Jetzt der Tipp für alle Kräutergärtner auf Terrasse und Balkon. Wichtig ist ja, dass die Töpfe, wenn man die gekauft hat und wenn die den ganzen Sommer draußen waren, im Winter sollen die keinesfalls durchfrieren. Also kurzfristig kann das schon mal passieren, aber die brauchen so ein bisschen so eine Wärmepackung. Und da habe ich mir hier so eine Kiste, so eine Gemüsekiste, so eine Obstkiste besorgt. In die stelle ich meine Töpfe, die ich draußen auf dem Balkon, auf der Terrasse überwintern will, rein. So ein bisschen locker, dass immer Abstand zwischen den einzelnen Töpfen ist. Und dann kommt mein Stroh, das habe ich noch von der Staudenbestellung, habe ich mir aufgehoben. Das nehme ich jetzt nämlich als Winterschutz. Und wenn ihr sehen wollt, was ich mit den bestellten Stauden gemacht habe, dann schaltet einfach das Video ein. Jetzt packen wir aber hier erstmal meine mediterranen Kräuter ein. Und dann wird dieses Stroh genommen und immer schön dick, hier wie so ein Daunennest, um die Töpfe herumgewickelt. Immer schön dazwischen packen. Das darf ruhig eine ordentliche Packung sein. Da ist noch Platz. Das gefällt denen. Das
so kommt Luft dran, weil es ist ja ein luftiges Material. Sie reinzuholen wäre auch keine gute Idee, denn die brauchen die kühlen Temperaturen im Winter. Also sagen wir mal, wer so eine kühle, helle Garage hat zum Beispiel, der kann den Rosmarin auch reinholen. Aber so um 0 Grad mehr sollte es auf keinen Fall sein. Gilt auch für Thymian, für Salbei, für alle mediterranen Kräuter. So, und jetzt mache ich hier gleich mal den Test, ob das auch gut ist. Nehme ich mal die Kiste, schüttel mal so ein bisschen hin und her. Ja, komme ich ein bisschen, mache ich noch, weil es soll schon fest sein. Gießen nicht vergessen, also nicht austrocknen lassen. Und diese Kiste, diese Kräuter im Heubett, die bringe ich jetzt an eine absonnige Stelle und dann Vordach, an die Hauswand, am Balkon, an der Eingangstür, so dass keine Sonne drauf brennt und so, dass, wenn es trocken wird, dass ich das sehen kann und dass ich dann auch ein bisschen Wasser nachgießen kann. You stay with me the same. Da scheint die Sonne nicht so her, da können meine mediterranen Balkonkräuter super überwintern. Na komm. Es gibt aber nicht nur die Kräuter, die draußen bleiben im Beet oder gut verpackt im Topf den Winter überstehen, sondern manche, die grabe ich auch aus und hole sie mir rein in meine Laube. Der Schnittlauch zum Beispiel gehört dazu. So, schön andrücken, bleibt auch ein Gießrand, läuft das Wasser nicht über. Und dann stelle ich dieses Schnittlauchtöpfchen auf die Fensterbank in der Küche und kann den ganzen Winter über, ohne raus in die Kälte zu müssen, was Frisches ernten. Übrigens habe ich mir aus Südtirol noch diese wunderbare Pflanze, hier, ich gucke mal durch, mitgebracht. Das ist eine Tulbagia, ein Zimmerknoblauch. Das ist eine Pflanze, die man ein bisschen wie eine Staude in einem Kübel halten kann, also quasi als Kübelpflanze den ganzen Sommer über draußen auf der Terrasse im Kräuterbeet, soll sogar Wühlmäuse verscheuchen. Und im Winter holt man das rein. Blüht sehr schön, die Blüten sind essbar und man hat den ganzen Winter über Knoblauchgeschmack für Salat und für Speisen, wo das reinpasst. Und das Besondere daran ist wohl, dass man, wenn man ihn verspeist, nicht nach Knoblauch riecht. Na, ich werde berichten, auch die kommt auf die Fensterbank und dann in ein Glas mit Wasser, auch auf die Fensterbank, kommt meine üppige, na, hier, Rosmarinernte, die reicht wahrscheinlich für 5 Winter. Wenn ihr noch mehr Filme, noch mehr Videos von mir sehen wollt, dann schaut doch bitte hier rechts oben. Und wenn ihr mir Kommentare schicken oder schreiben wollt, dann hier unten bitte reinschreiben. Ja, und jetzt rein damit. Jetzt komm, wir gehen rein. Auf, komm!